Vor dem Revier steht Staller und starrt auf den Streifenwagen. Hubert kommt und stellt sich neben seinen Kollegen. Der verharrt regungslos. Ja, schönes Auto, gell? Er mustert Staller. Magst du vielleicht einsteigen? Upsi, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Ja, das weiß ich nicht. Mir ist jetzt nicht zum Lachen. Ja, mir auch nicht, wenn du weiter da stehen bleibst. Ich bin, glaube ich, heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oh, jetzt fängt die Anna an mit dem Aberglaubensschmarrn. Ja, normalerweise stehe ich mit rechts auf. Hansi, du bist mit beiden Füßen sehr ungeschickt. Auf jeden Fall ist mir gleich als erstes einmal die Zahnpasta von der Bürste getroffen. Das passt doch wunderbar zusammen. Kommt mir alles gerade vor wie in einem Albtraum. Die beiden sehen nach oben. Der Himmel ist leicht bewölkt. An so einem Tag setze ich mich, glaube ich, lieber nicht an Steuer. Das ist, glaube ich, generell keine schlechte Idee. Ein Chor in der St. Andreaskirche. Im Auto sitzt Hubert am Steuer, daneben Staller. Danke, Upsi, dass du mir wenigstens an so einem Tag wie heute das Fahren abnimmst. Du, für mich auch angenehmer. 24. Juli 1996, das war also ein Tag. Wasserrohrbruch, dann haben sie mich auf der B11 geblitzt, weil ich schnell gefahren bin. Und am Nachmittag sagt mir noch die Heidi Klostermeier, dass sie jetzt doch mit dem Reitlehrer verlobt ist. In die war ich wirklich verliebt. Sei froh, heute wiegt sie über 300 Pfund und steht in der Metzgerei. Ein Unwetter haben sie auch vorausgesagt für heute. Ja, ja. Und Frösche wird's regnen und eine große Dürre wird kommen. Und danach eine Sintflut. Wenn du mich an so einem Tag wie heute wenigstens einmal ernst nehmen könntest. Es fällt mir schwer, Hans. Dein Handy klingelt. Ja, dann geh halt hin. Staller zieht das Handy aus Huberts Dienstjacke. Staller, Apparat Hubert. Staller, wo ist Hubert? Ist auch egal. Lassen Sie alles stehen und liegen, kommen Sie sofort her. Ja, Messnergasse 3. Ich habe hier einen Selbstmord. Und zwar einen, der ihnen die Haare aufstellt. Der Tote am Boden hält Gabeln, die in einer Steckdose stecken. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht. Klein und blond mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk. Text Jan Potthast. Redaktion Heide Völz und Elmar Dosch. Tonmischung Michael Heumann. Sprecher Peter Veit. Heiliger Zorn. Gut, also, Sie haben den Toten gefunden. Warum haben Sie dann den Herrn Girwitz angerufen? Weil ich sein Hirte bin. Und ich, Ihr Schäfchen. Aber zur Sache, Selbstmord mit der Gabel ist ja nicht gerade üblich, oder? Na, steht nicht auf der Hitliste der gängigsten Suizidmethoden. Ja. Ja, Hochwürden, die Pflicht ruft, aber bei Hubert und Staller sind Sie in den besten Händen, nicht? Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Behüt dich Gott, mein Sohn. Ja. Girwitz geht. Staller hält ein Portemonnaie. Alles Berger, Friedhofswärter. Haben Sie Ahnung, warum der sie umgebracht hat? Ja. Der Herr Berger hat kürzlich einen großen Verlust erlitten. Seine Frau, die Anni, ist nach schwerer Krankheit von uns gegangen. Er hat sie bis zum Schluss aufopferungsvoll gepflegt. Na, leider umsonst, gell? Ja, vielleicht hat er dann auch keine Lust mehr gehabt, ne? Natürlich, ihr Tod hat ihn schon sehr mitgenommen, aber Selbstmord, das passt so gar nicht zum Erlös. Und Selbstmord ist nach unserem Glaubensverständnis eine Todsünde. Die Polizisten schauen nach oben, der Pfarrer zum Fenster. Kannst du dich so umbringen? Kuchengabeln in Steckdosen? Ich bin ja der Typ Badewanne, ein Glas Rotwein, Puls hat dann so die Richtung. Ist doch gar keine Badewanne. Hat er Feinde gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Die haben sehr zurückgezogen gelebt und hier zu Besuch waren ja praktisch nur ich und der Arzt. Ja, Raubmord vielleicht. Ist einer aufgefallen, dass da irgendwas fehlt? Man schaut eigentlich so aus wie immer. Nein, Moment, sein Fotokoffer ist immer da gestanden. Was für ein Fotokoffer? Der Priester ist schlank und hat eine Stirnglatze. Der Streifenwagen fährt über eine Landstraße im Auto. So, wie lange muss ich jetzt noch Auto fahren, Hans? Der Himmel schickt mir schon ein Zeichen. Okay, dann halten wir jetzt nach einem brennenden Dornbusch Ausschau. Das war kein Selbstmord bei dem Berger. Ach, Hansi,
Wieso denn? Nur weil der blöde Koffer weg ist, oder was? An so einem Tag wie heute, da ist das Mord. Geh, Hansi. Viele Leute stehen mit dem falschen Haxen auf, ohne dass Heuschrecken angreifen. Ja, du glaubst mir nicht. Hubert ist in das Heck eines Mercedes gefahren. Scheiße, wo kommt der jetzt da her? Ein Grauhaariger mit Brille steigt aus. Ja, sind Sie wahnsinnig geworden? Na, wenn du bei Gelb mitten auf der Kreuzung stehen bleibst. Moment. Oder? Amtsgerichtspräsident Ansgar Saathoff. Ihre Fahrerlaubnis, Fahrzeugschein, Dienstausweis, wenn ich bitten dürfte. Das ist blöd, ich hab keinen Führerschein dabei, weil normalerweise fährt der Kollege. Er sieht zu Staller. Der nestelt in seiner Brusttasche. Saathoff steht am offenen Fahrerfenster. Der Streifenwagen biegt auf den Parkplatz des Reviers ein und hält. Die Beamten steigen aus. Upsi, warte mal. Was ist los? Ich lass mich jetzt krank schreiben. Spinnst du? Doch, ins Bett, Decke über den Kopf, fertig. Das ist ein Vogel. Du gehst jetzt zum Kirmitznei und entschuldigst dich und sagst, dass du schuld bist. Wieso ich? Ja, du hast mich abgelenkt mit deinem Esoterik-Gefasel. Okay. Da kommt's jetzt auch nicht mehr drauf an. Er betritt den Vorraum. Dort sitzen Riedel und Lena. Guten Morgen. Also, ich wollte bloß sagen, heute bitte generell vorsichtig. Hä? Ja, von Spiegeln unbedingt fernhalten, vor allem vor dem Großen im Frauenklo. Woher kennst du den Spiegel im Frauenklo? Nein, Upsi, wenn der zerbricht, es gibt 7 Jahre Pech. Aber warum sollte mir denn der Spiegel im Frauenklo zerbrechen? Herrschaft, jetzt glaubt's mir doch, dass heute Pechtag ist. Vorsicht, schaut doch nix. Wollt ihr zum Gewitz? Bist du seine neue Vorzimmerdame? Nein, aber der ist heute ein bisschen komisch. Er ist immer irgendwie komisch. Ja, aber anders komisch. Der ist irgendwie so... Freundlich. Ja. Was? Freundlich? Das kann nicht sein. Das ist genetisch nicht angelegt bei dem. Vielleicht sind das erste Anzeichen von Demenz? Gut. Demenz? Das erklärst du ihm, Hans. Riedel kratzt sich am Ohr. Staller neigt sich zur Tür vom Chef, schaut zu Hubert und öffnet sie. Das war keine Absicht, dass ich dem Richter Saathoff da ins Auto gerauscht bin. Ach, Saathoff. Richter Dobermann. Das ist ein Spitzname bei uns. Den überlassen Sie mal mir. Ich meine, Fehler macht jeder mal. Da sollen meine besten Leute mal in Ruhe lassen. Er kann ja gar nichts dafür, weil die Sterne, die stehen ja gerade ganz schlecht. Die Sterne, ja. Ja. Ja, wie meine, sind Sie verletzt? Hm? Schulter, Halswirbel, Trauma, hm? Schock. Brauchen Sie Urlaub? Urlaub. Hubert steht der Mund offen. Ja, wir können auch alle zusammen in Urlaub fahren. Uff, was? Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen? Hm? Immer raus damit. Ich muss da nicht rangehen. Hm? Sie beide sind mir viel wichtiger. Sein milder Blick ruht auf Hubert. Nein? Na gut. Dann mal. Hubert steht auf und tippt Staller an. Der lächelt, dann folgt der Hubert in den Vorraum zu Riedel und Lena. Lena ist Ende 20, zierlich und hat lange blonde Locken. Und? War er freundlich? Ganz furchtbar freundlich. Du musst dir mal vorstellen, der hat gefragt, ob wir alle zusammen in den Urlaub fahren möchten. Ja, was haben wir euch gesagt? Mit dem stimmt was nicht. Der ist nicht mehr er selbst. Gibt es so einen Film, wo Außerirdische die Menschen ganz langsam durch seelenlose Duplikate ersetzen? Ja, manchmal ist die Lösung ganz einfach. Ich freue mich schon, wenn's dich austauschen, Hans. Polizeiinspektion Wolfratshausen, Lena Winter? Ja? Alles klar. Danke. Das war Anja. Sie sagt, sie hat euren Toten untersucht und ihr möchtet mal vorbeikommen. Was? So schnell? Lena zuckt die Schultern. Wir haben für einen Moment eine ganz ungünstige Sternenkonstellation. Wieso? Rückläufiger Merkur. Ja, aber Hansi, der Merkur ist ein reiner Arschlochplanet, das weiß jeder. Das ist das gleiche Szenario wie beim Nostradamus, sein Weltuntergang. Na, der hat dann nicht funktioniert, der Weltuntergang von Nostradamus. Das war ein ganz langer Artikel, habe ich vorgestern zufällig gelesen. Ja, trotzdem hat er nicht funktioniert, der Weltuntergang. Und zwar schon 5-mal nicht. Er steigt auf der Fahrerseite in den Streifenwagen. Vor dem Krankenhaus passieren die Ermittler einen Bierkasten, der abgestellt wird. 2 Jugendliche kommen auf sie zu. Entschuldigung, haben Sie vielleicht Feuer? Logisch, die Raucher selber nicht mehr. So, Hansi, spinnst du? Was, wieso? Das sind Kinder. Wo
ihr seid ja ein bisschen blöd, oder? Polizisten nach Feuer fragen. Messer, Gabel, Schere, Licht. Für kleine Kinder nicht. Danke für die Mitarbeit. In der Pathologie. Todeszeitpunkt gestern 22.30 Uhr. Herzstillstand nach elektrischem Stromschlag. Das ist auch eindeutig die Todesursache. Das heißt Selbstmord. Das glaube ich weniger. Ich habe da nämlich noch was anderes gefunden. Schaut's mal hier. Direkt neben dem Stern um 2 kleine Verbrennungspunkte. Wie kriegt man sowas? Sowas macht eigentlich nur ein Elektroschocker. Ach so. Mit dem Taser hat er ihn ruhig gestellt, um den Selbstmord vorzutäuschen. Wahrscheinlich hat der Täter einfach die Sicherungen rausgedreht, dem betäubt Berger diese Gabeln in die Hände gedrückt und ihn dann zur Steckdose geschleift. Aha, dann hat er die Sicherung wieder neu. Also was macht? Und wer hat dir das heute in der Früh schon gesagt? Ein Kollege, der noch mit 17 an den Osterhasen geglaubt hat. Anja grinst. In Girwitz' Büro. Riedl bringt Kaffee. Auf einem Wandkalender sind 10 Tage gelb markiert. 7 davon sind angekreuzt. Girwitz kreuzt den 8. an. Was sind das für Kreuze, Herr Girwitz? Das geht hier wohl. Er schließt kurz die Augen. Riedl, mein lieber Junge, ich freue mich über Ihr Interesse. Aber das ist sehr privat. Ich kann darüber nicht reden. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Ja, natürlich. 3 Stück Zucker, wie immer? Ich denke, ich nehme heute nur 1. Ja. Riedl starrt auf ein Papier auf dem Schreibtisch. Darauf steht Testament. Danke für das gewissenhafte Umrühren. Riedl lächelt gequält und geht hinaus. Im Vorraum beugt Riedl sich zur Kollegin. Na, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Der Girwitz macht sein Testament. Martin, damit macht man keine Witze. Das ist kein Witz. Der setzt gerade seinen letzten Willen auf. Und an der Wand, da hängt irgendwie so ein Kalender und da hat er aber jeden Tag ein Kreuz reingemacht. Und die letzten 2 Felder sind noch frei. Und was passiert, wenn das letzte voll ist? Riedl reißt die Augen auf. Der Kirchenchor. In der Pathologie hält Staller ein rosa Glücksschweinchen. Du, Anja, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass du hier die Pathologin bist. Ja, ist auch meine letzte Information. Na, dann hast du doch mit dem Berger vom Friedhof naturgemäß was zu tun gehabt. Zu tun gehabt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hab dem höchstens ein paar Mal Servus oder Pfirti gesagt. Ja, es muss ja irgendjemanden geben, mit dem der Kontakt gehabt hat. Keine Ahnung, aber ich hab die Bergers einmal bei der Barbara im Café sitzen sehen. Das haut uns jetzt richtig nach vorn. Stellst du das bitte wieder hin? Wieso? Weil das ein Hochzeitsgeschenk von mir an die Anja war. Mhm. Also von mir aus kannst du das mitnehmen, war doch sowieso bloß ein Last-Minute-Geschenk. Last-Minute? Wir haben ganz lange da Gedanken drüber gemacht. Ich habe beim Waschen die Quittung von der Tankstelle gefunden. Vor der Pathologie steht der Streifenwagen. Auf seinem Dach thront der Bierkasten. Hubert zieht daran. Der Kasten rührt sich nicht. Na, lass bleiben, das ist ja Industriekleber. Da brauchen wir irgendein Lösungsmittel. Ja, was? Einen Vorschlag haben wir, oder? Die Polizisten blicken zu dunklen Wolken hoch. Der Streifenwagen mit dem Bier auf dem Dach fährt über eine nasse Straße. Im Auto? So, jetzt haben wir echt eine schöne Pechsträhne beieinander. Wieso denn? Ja, erst der Tode, dann der Unfall. Und jetzt haben wir auch noch das scheiß Biertragel am Dach. Mein Gott, was ist denn so schlimm, wenn ein Biertragel am Dach steht? Ja, wenn wir umeinander fahren, wird die zwei Deppen. Das machen wir ohne Biertragel auch. Der Streifenwagen hält vor der Bäckerei Rattlinger. Mit einem Croissant schlendert Saathoff die Vortreppe herunter. Er trägt Anzug, weiße Krawatte und Mantel. Sie schon wieder? Und was hat das hier zu bedeuten? Er deutet zum Auto. Die ist gut. Haben wir beschlagnahmt. Ah, und das transportieren Sie auf dem Dach des Dienstwagens? Ja, das ist eine gute Frage. Hans? Alkohol im Fahrerhaus, das macht man nicht. Ah. Und der Transport ist ordnungsgemäß gesichert? Ja, unsichtbarer Gurt. Invisible Fixing. Ja, das kommt aus New York, da wird Bier eigentlich nur noch so transportiert. Wir würden Ihnen gerne eins anbieten, aber wir sind ja alle 3 im Dienst. Leider. Der Richter schaut verdutzt. Er ist Anfang 60, hat kleine Augen und schmale Lippen. In der Backstube stehen die Polizisten vor Hansen. Die Bergers, die waren so einmal im Monat da. Meistens am Sonntag nach der Kirche. Aber nach dem Tod von seiner Frau, also der Anni, da war er nur noch selten da. Aber ehrlich gesagt, kein großer Verlust. Wieso? Das war vielleicht ein Giftswerk.
Gestern war er zum Frühstück, da hat sich aufgeführt, weil sein Ei zu weich war. Sag ich, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss, als um ihre Eier. Als seine Frau, also die Anni noch gelebt hat, da war er eigentlich ganz handsam. Aber nach ihrem Tod, ein alter Grandler. Kein Grüß Gott, kein Bitte, Danke. Der hat einen Hass auf die ganze Welt schon. Da kann er ja froh sein, dass er tot ist. Ist dir irgendwas an dem aufgefallen? In letzter Zeit hat er immer so einen silbernen Koffer mitgeschleift. Keine Ahnung, was da drin war, aber es muss wichtig gewesen sein, weil er hat den eigentlich nie aus den Augen lassen. Und hat er vielleicht sonst noch mit wem geredet? Unruhig sieht Staller umher. Vor einer Apotheke angelt sich eine alte Frau ein Bier vom Dach des parkenden Streifenwagens und geht davon. Dankeschön. Gute Besserung, gell? Ja, danke. In der Apotheke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Kennen Sie einen Alois Berger? Das ist der Friedhofswart. Arschloch. Das deute ich jetzt mal als ja. Er ist ein mieser Hund, ja. Also wenn es jemanden gäbe, den ich gerne am ausgestreckten Arm verhungern lassen würde, dann wäre der das. Ich bin lüdiges ermordet. Ermordet? Jetzt machen Sie aber einen Spaß mit mir, hä? Einen Riesenspaß, das machen wir ganz gern. Nein, das ist kein Spaß, den haben wir tupfer seine Steckdose gefunden. Wir haben gehört, Sie haben eine Auseinandersetzung gehabt mit dem Herrn Berger. Also im Grunde genommen war das eher Lappalie. Aber zum Verhungern lassen hätte es gelangt, oder? Ah, das war ja nur so ein Spruch, ne? Staller zieht die Augenbrauen zusammen. Also, mein Herr, ich dürfte Ihnen das eigentlich gar nicht sagen, gell? Aber Berger, seine Frau, die war lange Zeit sehr krank und da hat halt Medikamente gebraucht. Und deswegen war der Berger, also der Alois, der war fast jeden Tag da. Mhm. Er nimmt eine Kladde. Ja, das sind fast 3 Seiten, nur für die Anni. Ja, und? Ja, und irgendwann hat er es nicht mehr bezahlen können. Da hat er versprochen, er zahlt es mir später und das hat er dann eben nicht gemacht. Mhm, wie viel waren das? 300, vielleicht waren es 400 Euro. Jedenfalls war es eine Lappalie. Sie haben gerade nicht so reagiert, als ob es eine Lappalie gewesen wäre. Ob Sie für so einen Apotheker, das haben 400 Euro aufgeht. Ja, stimmt, das macht ja alles übers Internet. Also wie gesagt, es war wirklich nichts weiter. Ja, also nichts, was zum Mordanlass gegeben hätte. Staller nickt. Vielleicht bin ich aber mit dem falschen Fuß aufgestanden. Was ist gehört, Hans? Von draußen stößt einer im Rollstuhl seinen Schirm an die Glastür. Meine Herren, Sie sehen ja, was hier los ist. Ja, die Hölle. Der Apotheker, er ist Ende 30, schaut konsterniert. Im Streifenwagen. Wenn Sie fix mich ärgert, das mit dem Goldinger, den hätten wir viel mehr unter Druck setzen müssen. Wieso? Glaubst du nicht, dass der Berger bei dem Schulden gehabt hat? Ja, 400 Euro. Also, da ist garantiert um was anderes gegangen. Ich glaub trotzdem nicht, dass das der Mörder ist. Wieso? Ja, für der überrascht war, dass der Berger tot ist. Ja, vielleicht hat es nur gespielt, Hans. Staller greift nach unten und hebt das Funkgerät ans Ohr. Lena, jetzt einmal wegen dem Goldinger. Kannst du den vielleicht einmal noch genauer anschauen? Wir glauben nämlich nicht, dass der die Wahrheit sagt. Im Vorraum hantiert Lena am Funkgerät. Der Apotheker? Wie Sie denken, der könnte der Mörder sein? Ja, wer soll es denn sonst sein? Ansonsten haben wir ja bloß nur den Pfarrer im Angebot. Okay, ich kümmere mich drum. Ende. An einer Brücke. Hört mal an. So, was ist los? Da, schau, der hockt doch. Unser Hochwürden da, der Wiedemann. Heult der? Glaub schon. Weil sein Friedhofswart gestorben ist. Ich hab's letzte Mal geheult, wie der Wirt vom Bräustüber gestorben ist. Das war aber abzusehen, dass der ihn zusammen hat mit seinen 150 Kilo. Eine Passantin zückt ihr Smartphone. Schau, jetzt fotografieren uns schon die jungen Frauen. Ja, wegen dem Biertragel am Dach. Hubert hebt den Zeigefinger, bewegt ihn hin und her und schüttelt den Kopf. Die Frau geht. In Yassids Werkstatt beobachtet Staller, wie Qualm zwischen dem Bierkasten und dem Dach des Streifenwagens hervorquillt. Er sieht zur Seite. Ui, was hast du denn da? Und geht. Hubert und Yassid trinken Tee. Tja, wie lange dauert das jetzt? 2 bis 13 Minuten. Alois Berger, sagt dir da noch irgendwas? Wer ist denn das jetzt schon wieder? Das ist der Friedhofswart von der Kirche. Ah, der Berger, er sagt doch das gleich, was ist mit dem? Ja, tot ist er. Ja, das ist ganz praktisch, weil dann hat er von seiner ehemaligen Arbeitsstätte zu seiner jetzigen Wohnung nicht weit. Jetzt einmal, ohne Schmarrn, der ist umgebracht worden. Ja, ein Raubmord war sicher nicht, weil der verdienst ja nichts als Friedhofsdings. Aha. Hast du das auch einmal gemacht? Mir ist erzählt worden, dass der Berger vor ein paar Wochen im Enzianstübel richtig gesoffen hat. Da wird er den Tod von seiner Frau begossen haben. Mir ist weiterhin berichtet worden, dass er unseren lieben Herrgott verflucht hat. Hubert nickt. Was kriegst du denn da dafür? 400, weißt du, dass du bist.
Staller mit Alienmaske und rotem Plastiklaserschwert. Im Auto. Er schwenkt das Schwert vor Huberts Gesicht. Der sitzt am Steuer und zuckt. Ich bin der Herr der Finsternis. Jetzt hör mal hier auf, Hans. Mit mir, da müssen sich die Klingonen warm anziehen. Klingonen haben doch gar nichts an. Na komm, so macht es keinen Spaß. Er schiebt den Strahl in den Griff. Hubert sieht kurz nach oben. Also, ganz ehrlich, jetzt, wo der Bierkasten wieder herunten ist, zirkt er viel besser am Berg auf. Der Wagen fährt eine steile Landstraße hinauf. Die Ermittler kommen ins Revier. Riedel stürmt aus dem Fuhrraum, Lena folgt ihm. Hey, wartet mal. Was ist? Ist was Schlimmes passiert. Was? Der Gewitt schreibt ein Testament. Altes oder neues? Der hat neulich einen ziemlich dicken Umschlag gekriegt von so einer Wolfratshausener Klinik. Einer Privatklinik. Privatklinik, ja, im gehobenen Dienst stehst natürlich besser da, wenn es am Ende zugeht. Könntest du nicht mehr fragen, was da los ist? Ich meine, was, wenn der wirklich sterbenskrank ist? Ja, da brauchen wir nichts mehr fragen. Bitte. In seinem Büro steht Gierwitz neben Saathoff. Das Verhalten der beiden mir gegenüber ist unmöglich und rüpelhaft. Im Gang. Halt, nein, 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 das der Humor der beiden macht mir auch oft zu schaffen, ne? Hubert Staller. Ja, Sie hatten ja bereits das Vergnügen mit Richter Saathoff. Ja. Herr Polizeiobermeister Hubert, Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich hier zu meinem persönlichen Spaß bin. Ja, ich lasse mich von Ihnen beiden nicht mehr verunepiepen. Werde genau das Auge auf Sie haben. Das ist beruhigend. Was ist das? Die vier sehen zu Boden. Das ist was ganz was Besonderes. Ein Laserschwert vom Andromeda-Joe. Ja, das interessiert doch den Herrn Gierwitz. Hubert trifft Saathoff mit dem Schwert im Schritt. Oh. Herr Richter, geht's? Alles gut. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich... Vornübergebeugt nimmt Saathoff Mantel und Aktentasche und humpelt hinaus. Staller folgt ihm. Hubert hält das eingefahrene Schwert. Er richtet den Griff zu Boden. Der Plastikstrahl fährt raus. Aufgang. Ja, Hubert, ja. Es fällt alles auf mich zurück. Hubert schiebt den Strahl in den Griff. Hubert, jetzt hören Sie mir mal. Ja, Sie brauchen nichts sagen, Herr Gewitz. Das mit dem Bierkasten auf dem Dach, das war... Ich weiß, das war blöd. Was reden Sie denn da? Ja, ich meine, weil der Richter Dobermann... Hubert, in Ihrer Gehaltsstufe ist das immer noch der ehrenwerte Richter Saathoff. Alles klar, ja. Was war das mit dem Bierkasten? Oh, war Missverständnis. Verkettung. Er mustert den Polizeirat. Sag mal, ist mit Ihnen alles okay? Ja, was soll denn, wenn ich in Ordnung sein? Ich weiß nicht, Sie schauen nicht so vital aus wie sonst. Sie meinen, ich werde immer fetter? Na, fetter, Darling, das sagen fülliger, ein bisschen fülliger. Hubert, das schätze ich an Ihnen. Sie sind keiner der Buckel, Sie sagen immer die Wahrheit, nicht? Aber da hilft nur eins, nicht? Kampf den Fettzellen. Da hilft nur Bewegung und frische Luft. Was, ich? Ja, kommen Sie. Er öffnet die Tür. Hubert steht auf. Ja, ja. Draußen betreten Gierwitz und Hubert einen Fußgängersteg über die Loisach. Das Leben ist kurz, mein lieber Hubert. Kurz und grausam. Manchmal sieht man die Schläge gar nicht kommen, aber sie treffen. Ja, ja. Aber Ihnen geht's gut, Herr Gierwitz, oder? Es ist nett, dass Sie fragen, aber ich will nicht drüber reden. Es ist zu privat. Aber eins sollen Sie wissen. Sie bleiben stehen. Wenn der Tag kommt, an dem ich aus welchen Gründen auch immer abrufen werde, setze ich mich dafür ein, dass Sie mein Nachfolger werden. Überrascht schaut Hubert ihn an. Hubert, Sie sind für mich sowas wie der Sohn, den ich nie hatte. Ernst blickt er Hubert an. Dann senkt er den Blick und geht. Hubert verschränkt die Arme und sieht vor sich hin. Er steht allein auf dem Steg. Der Chor in der Kirche. Im Gang des Reviers sitzt Riedel zwischen Staller und Hubert. Aber so sterbenskrank sieht der Gewitz doch eigentlich gar nicht aus, oder? Das geht auf ganz schnell, gerade an so einem Tag. Bist nur putzmunter, auf einmal spuckst Blut, fällst am Boden hier und wirst langsam kalt. Wahrscheinlich ist er einfach nur geisteskrank. Also am besten ist mir so gar nichts. Wenigstens einen schönen Glücksbringer könnte man ihm schicken. Aufreißen, oder was? Hoppla. Lena hebt einen Block auf. Ich hab mal diesen Stefan Goldinger unter die Lupe genommen, den Apotheker. Ja, und? Keine Ordnungswidrigkeiten, keine Straftat, einmal zu schnell gefahren. Schon wieder Pech, ja. Klingt nicht einmal für eine Mordanklage. Aber ich bin bei seinen Kontobewegungen fündig geworden. Er hat vor 14 Tagen sein Sparkonto leergeräumt, 20.000 Euro, auf einen Schlag abgehoben.
Und vor 4 Tagen hat er einen Kredit über 10.000 Euro aufgenommen. Sonst noch was? Er hat sich das Geld bar auszahlen lassen? Hm. Im Streifenwagen, Hubert am Steuer. Gut, also 20.000 hat er bei der Bank abgehoben, 10.000 nochmal aufgenommen. Ja, das muss nichts mit dem Mord am Berger zu tun haben. Wir haben ja Bahnkredit laufen. Ne? Was, du hast Schulden? Der Alois Guldinger ist tot. Nein, der Berger ist tot. Achso, ja, also, der Berger ist tot. Der Guldinger hätte aussagen können, aber das macht er natürlich nicht, weil er sich damit selber belastet. Upsi, der Apotheker hat uns noch nicht alles gesagt. Die müssen wir noch mal richtig aus der Reserve locken. Ja. Staller nimmt sein Smartphone und eine neongrüne Mundmaske mit Kulleraugen. Test, Test. Er drückt aufs Handy. In einem Hinterzimmer der Apotheke. Apotheke Goldinger, Goldinger am Apparat, grüß Gott. Hallo. Ja, wer ist denn da bitte? Es ist jetzt wurscht. Jetzt, wo der Alois tot ist, hast du es nur mit mir zu tun. Was soll das? Habt ihr mich nicht schon genug? Ich habe gar kein Geld mehr. Das ist ja lächerlich. So schlecht hat mich noch keiner belogen. Was habe ich denn schon Schlimmes gemacht, hä? Ich habe todkranken Menschen zu einem würdigeren Ende verholfen und deswegen erpresst ihr mich. Ihr seid solche Schweine. Was seid ihr denn für Menschen? Schweine im Weltall. Hansi, jetzt ist gut. Entschuldigung, falsch verbunden. Goldinger sieht auf sein Telefon. Verwählt. Die Ermittler vor Goldinger. Er hat seine Stimme verstellt, der Berger. Im Hinterzimmer. Aber ich hab's natürlich sofort gewusst, dass der das ist am Telefon, gell? Erst einmal war da 20.000 und dann war da nochmal 10.000 Euro von mir, die Sau. Und das alles nach dem, was ich für ihn getan hab. Ja. Das heißt, er hat sie erpresst wegen der Sterbehilfe. Ja, aber ich hab's nicht selber gemacht, gell? Also, es gibt eine Gruppe von Sterbehelfern und die habe ich mit Medikamenten, respektive mit Giften beliefert. Ist aber trotzdem eine Straftat. Das ist keine Straftat. Ich war lediglich human. Und wenn es bei mir im Meisterwert ist, dann wünsche ich mir auch jemanden, der mir zu einem Ableben in Würde verhilft. Also was ich wissen möchte, das ist, wie der Berger mir überhaupt draufgekommen ist. Ja? Die einzigen, die von der Sache gewusst haben, das waren der Sterbehelfer und ich. Weil nicht einmal die Kranken haben gewusst, woher die Gifte stammen. Wo waren sie gestern um 10:30? Vom Schreibtischstuhl sieht er zu ihnen hoch. Ja, hier. Hab Inventur gemacht. Zeugen? Zeugen haben wir nicht. Ich war allein. Das ist schlecht. Also gut. Er steht auf. Können wir wenigstens kurz vorher bei mir vorbei, dass ich das Nötigste einpacken kann? Wieso? Wo wollen Sie denn hin? Ja, bin ich nicht verhaftet. Kommst du den Berger umgebracht? Gott behüte, natürlich nicht. Anders sind Sie nicht verhaftet. Hubert winkt Staller zu und wendet sich zum Gehen. Im Streifenwagen. So, Hansi. Der Stefan Goldinger, der ist auf jeden Fall raus. Vielleicht ist ja der Pfarrer der Drahtzieher von dem Ganzen. Der Pfarrer? Was hast du denn jetzt mit dem? Ich bin ein Apotheker. Eine Sterbehilfe unterstützt mit seinen Mittelchen. Dann ist ja das eine Todsünde. Ach so. Du meinst, der Goldinger hat den Berger auf Anweisung vom Pfarrer erpresst? Na ja, fürs ewige Leben. Ah ja, ewiges Leben. Ich glaube, da muss er vorher schon ins Fegfeuer, oder? Na ja, leuchtet ein. Aber wieso ruft der ausgerechnet den Kürbitz an? Na ja, bin ich schon ein Polizeichef in der Gemeinde ab. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Un. In seinem Büro drückt Kürbitz einen Zettel auf einen Spieß. Riedel nimmt ihn. Warum räumen Sie den Zettelspießer ab? Vorsichtshalber. Was soll das heißen, vorsichtshalber? Naja, es könnte ja sein, dass Sie unglücklich ausrutschen und dann, Riedel, Ihre Fürsorge rührt mich, wirklich. Aber ich werde ganz sicher nicht im Büro sterben mit dem Zettelspießer in der Brust, hm? Er stellt ihn zurück. Oh, Moment. Ja, ja, schön, dass Sie zurückrufen, Frau Dr. Garst. Ja, es ist dringend. Ja, jetzt sofort wäre mir am liebsten. Ja, bis gleich. Kürbitz steht auf, nimmt seine Steppjacke und geht in den Vorraum. Wollen bitte alle Termine auf morgen verschieben, ich muss weg. Nee. Er geht. Lena, ich bin auch weg. Wo willst du hin? Ja, Kürbitz hinterher, ich muss wissen, was da los ist. Martin, darf ich das machen?
diesen Einsatz. Bitte. Ja, ist vielleicht auch besser. Steckt der emotional zu tief drin? Mit Parker und Schal eilt Lena in den Gang und schaut nach links. Tür ist rechts. Er stützt die Hände in die Hüften und sieht nach oben. Raimund. Der Chef passiert die Ladenzeile eines hohen Gebäudes. Lena schleicht hinterher. Girwitz dreht sich um. Lena schlüpft in eine Türnische. Der Chef setzt seinen Weg fort. Gegenüber der St. Andreaskirche drückt Staller eine Klingel. Hubert steht hinter ihm. Sie schauen zum blauen Himmel. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wir haben nichts gesät, Hans. Hallo? Ja, Herr Pfarrer, wir müssten noch mal reden. Hören Sie, ich muss noch die Predigt schreiben. Und ein paar Telefonate habe ich auch noch. Lassen Sie mir einen Termin geben von meinem Sekretariat. Ja, kann das sein, dass der zu viel Messwein erwischt hat? Kein Messwein. Ein Cognac oder zwei ist verboten. Nein, überhaupt nicht. Wir müssten nur noch mal reden. Können Sie mal aufsperren. Mit gesenktem Kopf geht Girwitz durch eine gläserne Automatikschiebetür in ein Gebäude. Auf einem Schild neben dem Eingang steht Privatklinik. Lena kommt um eine Ecke der Klinik und späht hinein. Hinter der Scheibe betritt der Chef ein Krankenzimmer. Neben einem leeren Krankenbett steht das Anatomiemodell eines Torsos. Eine Frau im Arztkittel kommt zu ihm. Der Polizeirat schüttelt ihr die Hand und setzt sich aufs Bett. Die Frau spricht mit ihm, dabei zeigt sie auf die inneren Organe des Torsos. Girwitz nickt. Traurig senkt Lena den Blick. Sie dreht sich um und geht. Im Pfarrhaus sitzt der Pfarrer unter dem Herrgottswinkel auf einer Eckbank an einem Tisch. Darauf steht ein bauchiges Stielglas mit Gravur und Goldrand. Hubert und Staller haben gegenüber vom Pfarrer Platz genommen. Ich trinke sonst nie. Haben's wenigstens einen Grund? Weil ich schuld bin. An allem. An was jetzt genau? Dass der Alois sich umgebracht hat. Aber diesem Zorn, dem stand ich ohnmächtig gegenüber. Aus Zorn auf Sie, oder was? Doch nicht auf mich. Auf Gott. Weil es eine Frage gestorben ist. Ich hab sowas noch nicht erlebt. Ich hab gemeint, das gibt sich wieder. Aber er hat seinen ganzen Glauben verloren. Und zurück blieb nur ein böser Geist. Hochwürden, der Herr Berger hat sie nicht umgebracht. Das war Mord. Haben Sie gewusst, dass der Berger den Goldinger erpresst hat? Den Apotheker? Weil der illegal da giftige Medizin weitergeben hat. Jetzt verstehe ich. Sie meinen, da hab ich was damit zu tun, weil ich als Geistlicher die Sterbehilfe verdammen müsste. Oh, das wundert mich jetzt aber doch. Wieso? Weil wir von Sterbehilfe jetzt gar nichts gesagt haben. Keiner gesagt. Das weiß nur der Erpresser. Oder ein Komplize. Lass das mal an, Josef. Was habe ich getan? Glasklares Geständnis, Hans. Das war auch kein Geständnis. Nicht? Nein. Mir ist nur gerade klar geworden, dass ich gegen das Beichtgeheimnis verstoßen habe. Das wäre mir ohne den verfluchten Cognac nicht passiert. Darf man eigentlich besoffen die Beichte abnehmen? Müssen wir aber in die Kirche. In der St. Andreaskirche. Der Pfarrer sitzt auf einer Bank vor Staller, der mit geschlossenen Augen den Kopf wiegt. Mit so einem Chor, da kommt man gleich in ganz andere Sphären. Huberts Beine ragen aus dem offenen Beichtstuhl. Er kniet am Boden und hantiert in dem kleinen Häuschen. Was macht denn der da? Der macht seine Arbeit. Hubert mit Tonbandgerät. Ich nehme mal nicht an, dass Sie Ihre Beichtkunden auf Band aufnehmen. Nein! Was glauben Sie denn natürlich nicht? Ja, also, der Beichtstuhl ist auf jeden Fall abgehört worden. Das glaube ich jetzt nicht. Kann das sein, dass der Herr Berger das Gerät da installiert hat? Freilich. Und alles bloß, weil er böse ist auf dem lieben Gott. Also so abwegig ist es jetzt nicht. Die Beicht ist ein heiliges Sakrament. Und wie könnte man sich besser an unserem Herrn rächen, als dass man dieses Sakrament entweiht? Er blickt zum Chor. Staller lauscht verzückt. Warum der Stefan Goldinger? Hat der Stress mit dem Berger gehabt? Was weiß denn ich? Und warum der Goldinger? Das kann doch gut weiß wer gewesen sein, der da beim Beichten war. Also ich glaube, der Berger hat wen erpresst und deswegen ist er umgebracht. Nix pst worden. Waren da in letzter Zeit viele Leute bei Ihnen in der Beichte? Ich habe ein Buch, in das ich die Beichttermine eintrage, aber das kann ich nicht herausgeben. Das ist schlecht. Also wenn wir das Buch nicht haben, da findet man ganz schwer nur den Mörder. Ich verstehe Sie, ja. Aber
Das Beichtgeheimnis, das ist unantastbar. Stopp. Artikel 27, Absatz 2, Römisch 5. Ja, jeder Geistliche ist sofort vom Beichtgeheimnis enthoben, wenn das Sakrament entweiht ist. Wo haben Sie denn das her? Bonifatiusbude, Juni-Ausgabe. Haben Sie es nicht gelesen? Ja. Okay, wo ist jetzt das Beichtbuch? Müssen wir wieder ins Pfarrhaus. Aber da ist mir nicht wohl dabei. Im Pfarrhaus sitzen die Ermittler unterm Herrgottswinkel. Der Pfarrer legt ein Buch vor sie. Staller öffnet es, der Pfarrer zieht es weg. Nein, das geht doch nicht. Wenn das rauskommt, dann kommt ja keiner mehr beichten. Mit Telefon steht er auf. Bruder Anselm, servus. Ich komm gleich wieder. Hubert schlägt das Buch auf. Bis wir uns da durchgewurschtelt haben. Da, schau mal, vor 8 Tagen der Kiewitz. Lena kommt zurück ins Revier. Riedel durchs Anmeldefenster. Und? Was war? Du hattest recht. Herr Kiewitz war in einer Privatklinik. Ich konnte sehen, wie er mit einer Ärztin sprach. Es sah so aus, als würde sie ihm eine OP erklären. Sie hat auf sein Herz gezeigt. Was, auf sein Herz? Deswegen ist er so nett. Wie in einem versöhnlichen Abschied. Er presst die Lippen zusammen, wendet sich ab und schließt die Augen. Lena schaut besorgt. Riedel läuft an ihr vorbei auf den Parkplatz. Im Pfarrhaus. Wittmann, der ist Protestant. Hubert klappt das Buch zu. Hochwürden, wir verstehen das ja, aber könnten Sie uns nicht wenigstens einen kleinen Tipp geben? Da könnte ich Ihnen ja gleich das Buch geben. Das wäre natürlich super. Aber noch besser wäre, wenn wir die Bänder hätten. Selbst wenn wir die Bänder finden, die können es doch nicht einfach alle anhören. Na doch, das ist ein Beweisstück. Jetzt überlegen Sie einfach einmal, wo kann der Berger die Bänder versteckt haben? Jesus, Mann, Josef, das ist alles ein einziger Albtraum. Er umklammert das Buch. Müssen wir wieder in die Kirche. Die drei Männer betreten die Kirche. Drinnen hebt der Pfarrer einen Metalldeckel vom Taufbecken. Hier habe ich den Alois gestern zuletzt gesehen. Mit dem Koffer. Ich habe mich noch gewundert, warum er den dabei hat. Hubert hebt den Fotokoffer aus dem Becken und öffnet ihn. Der Pfarrer bekreuzigt sich. Bitte, äußerste Diskretion, bitte. Was glauben Sie, was da alles drauf ist? Hubert zieht Band aus einer Tonbandrolle. Im Revier kommt Girwitz in den Vorraum. Riedel? Der steht am Fenster und dreht sich um. Er ist blass. Was ist denn mit Ihnen? Sie sehen aus, als hätten Sie gerade ein Gespenst gesehen. Herr Girwitz, ich kann nicht mehr. Ich muss wissen, woran ich bin. Wie geht's Ihnen wirklich? Wie es mir geht? Ich würde sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Lächelnd geht er in sein Büro. Riedel kneift die Augen zusammen und verzieht den Mund. Tut mir so leid. Mit gesenktem Kopf rennt er hinaus. Im Streifenwagen sitzt Hubert hinterm Steuer, daneben Staller. Du Hansi, vielleicht steckt der Kiewitz auch mit drin. Was? Na ja, ich meine, der war in der Kirche, der hat gebeichtet, der ist abgehört worden. Vielleicht ist der auch erpresst worden. Stallers Blick wandert hin und her. Na, mit was willst du den erpressen? Weiß nicht, vielleicht hat er seine Hecke nicht gescheit geschnitten. Sowas muss man doch nicht beichten. Als Kind habe ich nie gewusst, was ich beichten soll. Upsi, hilft nichts. Wir müssen uns die ganzen Bänder abhören. Bist du wahnsinnig? In der Zentrale, vorm Kiewitz? Nein. Er legt das Tonbandgerät in seinen Schoß. In seinem Büro schließt der Chef die Tür und setzt sich vor dem Schreibtisch neben Lena. Von Winter. Sie sagen mir jetzt, was mit Riedel los ist. Wieso? Was ist mit Herrn Riedel? Der sitzt auf dem Klo und heult. Lena presst die Lippen zusammen und senkt den Blick. Herr Riedel blickt zu Ihnen auf, Herr Girwitz. Ja. Und er ist sehr traurig darüber, dass Sie nicht mehr lange bei uns bleiben werden. Wie, ich bin nicht mehr lange bei Ihnen? Naja, wegen Ihres Zustandes. Was ist mit meinem Zustand? Wir machen uns wirklich alle große Sorgen. Was soll das? Ich meine, mir geht's blendend. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Bäumchen ausreißen. Hm? Aber Sie haben ja Ihr Testament geschrieben, das hat Herr Riedel zufällig gesehen.
Das war das Testament meiner Tante, das sollte ich durchsehen. Ja. Das heißt, Sie sind gar nicht unheilbar krank? Nein, natürlich nicht. Herr Gilwitz. Oh Gott sei Dank. Lena umarmt den Chef. Entschuldigung. Sie setzt sich wieder. Bitte. In Yassids Werkstatt. Echte Tonbandel, habe ich lange nicht mehr gehabt. Er drückt eine Taste. Wann war deine letzte Beichte? Vor 4 Wochen, Hochwürden. So beichte mir nun deine Sünden, meine Tochter. Ich war hochmütig über den Mägden und habe den Sonntag nicht geheiligt und Wäsche gewaschen. Ja, mach weil es langweilig. Ich habe der Mama 2 Euro geklaut und dafür Lakritz gekauft. Weiter. Ich war lange nicht mehr bei der Beichte, bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr. Der Kirwitz, oder? So beichte mir nun deine Sünden. Im Beichtstuhl. Ja, im letzten Sommerurlaub hatte ich den Plan abzunehmen. Hab's auch allen angekündigt, aber... Bei Yassid. Dann nicht geschafft. Naja, dann bin ich zu einer Privatklinik. Hab keine Scheu, mein Sohn. Vor unserem Herrn kannst du alles sagen. Ja, und hab mir da das Fett absaugen lassen. Hab aber von den Kollegen im Büro so getan, als hätte ich es mit reiner Willenskraft geschafft. Du hast Falschzeugnis abgelegt denen gegenüber, denen du ein Vorbild sein solltest. Ja. Ich bereue aufrichtig und zutiefst. Was ist meine Buße? 3 Ave, 3 Vaterunser? Nein. Du wirst 10 Tage lang deine Untergebenen mit äußerster Nachsichtigkeit und Milde behandeln. Was? Owen, bitte. Kann ich irgendwie... Ich bitte nicht hochwürden. Yassid drückt Stopp. Die Ermittler kommen ins Revier. Lena eilt ihnen entgegen. Haben Sie es schon gehört? Ja, wieso, was? Der Herr Gilwitz ist gar nicht krank. Das war alles nur ein Missverständnis. Ah, schade. Und? Wie läuft's? Der Berger hat die Leute im Beichtstuhl abgehört und erpresst. Im Beichtstuhl abgehört? Ja, über Wochen. Über Wochen? Also alle beichten? Ja, also wir haben das Erpressergeld sichergestellt und die Abhörbänder auch. Die Abhörbänder, wirklich? Ja, Abhörbänder auch. Wieso? Ja, dann kommen Sie mal in mein Büro. Ich kann mal alles in Ruhe. Er geht, die Ermittler folgen ihm. Fragend hebt Lena die Augenbrauen. In seinem Zimmer zieht der Chef etwas Band aus einer Tonbandrolle. Infam, das ist infam. Ein Beichtstuhl zu verwanzen und dann die Gläubigen zu erpressen. Ja, jetzt hat wahrscheinlich einer von den Gläubigen den Spieß umgedreht und den Pfarrer erpresst. Wahrscheinlich irgendwer, der auf den Bändern drauf ist. Haben Sie die denn schon abgehört, diese Bänder? Wer? Wir? Ja. Was fremde Beichten abhören, das war ja noch schöner. Nein, nein. Aber wir können uns gerne ein paar Stunden hinsetzen. Nein, ich mach das schon. Sie haben gute Arbeit geleistet, sehr, sehr gute Arbeit. Nicht? Das mit den Bändern, das übernehme ich nicht, sondern ich heiße, der Chef drückt sich. Hm? Ja, wir müssen eine Zweitspur verfolgen. Ja? Ohne die Bänder abgehört zu haben? Ja, das machen ja Sie. Die Ermittler gehen. Der Streifenwagen passiert ein Tor in einer hohen Mauer. Dahinter parkt ein Mercedes vor einer hellgelben Villa mit grünen Fensterläden. Hubert öffnet den Kofferraum des Streifenwagens, holt ein Hufeisen heraus und hält es Staller hin. Was macht das bei uns im Auto? Bringt Glück. Hat er super funktioniert bis jetzt. Er schmeißt das Hufeisen hinter sich. Staller nimmt das Tonbandgerät. Hubert sieht nach oben. Ja, keiner da, Pech gehabt. Ja, bis du das Hufeisen weggeschmissen hast. So ein Schmarrn und ganz ehrlich, der Dobermann, der geht mir am Arsch vorbei. Und was kann dieser Richter Dobermann für Sie tun, mein Herr? Nein, es ging nicht um Sie, es ging um einen Dobermann, einen Hund. Ist ja gar kein Hund da. Die kommt vielleicht noch. Tja, ich nehme an, Sie wollen sich entschuldigen. Ja, genau. Also wir wollten nur sagen, dass es uns sehr, sehr leid tut. Ja, und Sie wollen mir also erzählen, dass das heute alles Zufall war. Freilich war es Zufall. Der Kollege ist am Schwert gar nicht ausgebildet. Ja, also, Sie haben sich entschuldigt. Wollen wir es dabei belassen? Und ich bitte jetzt, mich zu entschuldigen. Ich möchte mich gerne weiter meiner Lektüre widmen. Na, Moment noch. Eine Kleinigkeit hebt man noch. Was ist denn? Im Wohnzimmer der Villa. Ich frag's jetzt einfach. Haben Sie denn alles bergab gebracht?
Ich? Ja. Das ist doch absurd. Natürlich nicht. Und deshalb veranstalten Sie hier diese ganze Farce, weil Sie mich für einen Mörder halten? Das ist sehr lächerlich. Also wir glauben, dass Sie erpresst worden sind. Wie kommen Sie denn darauf? Wir spüren Ihnen jetzt einmal was vor. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wann war deine letzte Beichte, mein Sohn? Das dürfen Sie nicht. Das ist ungesetzlich. Wie kommen Sie dazu, ein Beichtgespräch mitzuschneiden? Das waren wir nicht, das war der Herr Berger. Ich habe einen jungen Mann zu Unrecht verurteilt. Später wollte ich meine Verfehlung wieder gut machen und im Beichtstuhl habe auch eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis erreicht. Und dann? Dann sind wir uns näher gekommen. Auf sündhafte Weise. Ich dachte, ich hätte diesen Teil meiner Persönlichkeit längst hinter mir gelassen. Aber ich wurde wieder schwach. Ich quälte. Der Gedanke, dass ich der Versuchung des Fleisches nicht widerstehen kann. Ich bereue zutiefst. In der Villa geht Saathoff zu einer Balkontür. Er trägt Hausmantel und Seidenschal. Er schüttelt den Kopf und presst die Lippen zusammen. Ich bin homosexuell. Für mich ist das nichts Normales. Für mich ist das eine Krankheit, die ich immer bekämpft habe. Die ich auch heute noch bekämpfe. Und da erdreistet sich dieser Totengräber, mich mit seinem Wissen darüber zu erpressen. Dann will er die Geschichte auch noch an die Presse geben. Er setzt sich auf ein Sofa. Hat gesagt, ich bin eine bigotte Schwuchtel. Da haben sie ihn am Bord. Ja, dann. Herr Saathoff, wir müssten Sie jetzt leider festnehmen. Ja. Er erhebt sich und geht auf die Beamten zu. Das müssen Sie dann wohl, meine Herren. Er rennt los. Okay. Staller stürzt hinterher. Vor der Haustür. Herr Saathoff, das hat doch keinen Sinn. Doch, das hat Sinn. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, meine Herren. Er läuft Richtung Tor. Staller zieht die Waffe und richtet sie gen Himmel. Ein Blitz schlägt vor Saathoff ein. Der strauchelt. Jetzt soll mir der Himmel ein Zeichen geben. Ja, dann kannst du wieder Auto fahren. Das war Hubert und Staller. Heiliger Zorn aus dem Jahr 2017. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Clara Deutschmann als Lena, Hannes Ringelstetter als Yassid, Michael Lerchenberg als Saathoff, Johannes Herschmann als Pfarrer. Drehbuch Rochus Hahn, Regie Philipp Osthus.